Die Sinne entfalten, ruhen in der Natur. Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur. Geht der Aufwärtstrend bei Energie Cottbus weiter? Nach den Achtungserfolgen, zuletzt dem Sieg bei Dynamo Dresden und dem Unentschieden gegen Münster, folgt heute Groß Asbach, der dritte Verein aus den Aufstiegsrängen. Sein Team muss Trainer Meriuta umbauen. Joni Kauko, ganz bitter, verletzte sich unter der Woche, fällt aus. Kapitän Uwe Mörle in der Innenverteidigung sitzt seine fünfte gelbe Karte ab. Für ihn rückt Cedric Mbala rein. Thomas Hübener übernimmt im defensiven Mittelfeld. Ohne Anlaufzeit geht es rein in ein ansehnliches Spiel, direkt in die Vollen. Nach einer Minute kommt ein Mbala-Freistoß direkt auf Breitkreuz. Der macht's mit dem Kopf knapp daneben. Das wäre schon ein perfekter Auftakt gewesen. Aber auch die Hausherren verstecken sich nicht. Mit dem zweiten Platz im Rücken beweisen die Selbstvertrauen. Breyer spielt sich gegen Mbala frei, spielt quer durch den Strafraum. Da kommt Rühle, der weiter auf Binakay. Der geht in den Himmel, der Ball. Der Auftakt hier, der macht schon Lust auf mehr. Lange Bälle sind ein Rezept, das Groß Asbach von Beginn an anwendet. Schorch sieht hier nach Rizis Zuspiel nicht gut gegen Breyer aus. Der lässt ihn stehen und er kann zum 1:0 gegen Renault einschieben. Bisher sind gerade 6 Minuten um. Hier geht richtig die Post ab. In der Zeitlupe hier nochmal schön zu sehen. Schorch sieht nicht gut aus. Breyer lässt ihn da stehen und dann ist René Renault im Kasten überwunden. Aber der FC Energie bricht nicht ein, zeigt sich. Munir Busian hier in der 16. Minute setzt sich richtig schön durch. Da rechts lässt sich nicht wegchecken. Dann die gefühlvolle Flanke nach innen. Da steht zu guter Pasu. Der steht ganz allein, nickt gegen Broll ein. Das 1:1 nach einer Viertelstunde. Der Ausgleich für den FC Energie. Mit je einem Tor auf einer Seite beruhigt sich das Spiel. Groß Asbach unsicher, die Chancen werden seltener. Erst in der 35. Minute steigt die Spannung wieder an. Erneut ist es ein langer Ball von Mukele Rizzi, der die Cottbusser Abwehr aushebelt. Rühle umkurvt Renault, legt den Ball aber am Tor vorbei. Das hätte schon das 2:1 für die Gastgeber sein müssen. Danach dann Ruhe im Stadion. Energie steht hinten gegen die zweitstärkste Offensive der Liga sicher und die Partie geht vor 2200 Zuschauern unentschieden in die Pause. Bisher hier eine gerechte Punkteteilung. Die SG Sonnenhof mit der ersten Möglichkeit nach der Pause. Rizzi bringt den Freistoß rein. Erst ist es leicht, dann wieder Breyer. Renault klärt hier stark. Der macht heute wieder einen richtig guten Job im Cottbusser Kasten. Dann wieder Energie. Breitkreuz, der sieht Sukuta Pasu. Wunderschöner Pass, der stürmt los. Sukuta Pasu hat nur noch Broll im Weg und er ist auch Endstation für den Cottbusser Stürmer. Schade, da war mehr drin. Die Energieoffensive kommt weiter ins Rollen nach 60 Minuten. Mbala nach Busians Freistoß. Plötzlich mit dem Kopf vorbei. Noch eine Minute später, dann die gleiche Kombination. Busians Freistoß landet nach Verlängerung bei Mbala. Aber der ist zu überrascht. Broll im SG-Tor dazwischen. Energie versucht auch wenige Minuten vor Schluss noch die 3 Punkte hier zu holen. Sukuta Pasu aus jeder Lage. Broll muss sich lang machen. Gefährlich. Und er rettet das Unentschieden für die SG Sonnenhof Groß Asbach. Denn das ist der Endstand 1:1. Da wäre vielleicht ein Sieg drin gewesen. Aber auch mit dem Unentschieden kann Energie hier erhobenen Hauptes auf die letzten 3 Wochen zurückschauen. Gegen die ersten 3 der Liga 5 Punkte geholt und gezeigt, dass man mit dem FC Energie rechnen muss. Der Punkt reicht erstmal, um die Abstiegsränge vorläufig zu verlassen. Am kommenden Samstag kommt dann die 2. vom VfB Stuttgart ins Stadion der Freundschaft.